Jo, servus die Marlon und grüß euch die Buben. Ja, ich schaut, ich bin schon fertig mit Aufstehen. Wir haben in der Zwischenzeit auch schon 19.54 Uhr, also ist kurz vor 20 Uhr. Um 20.30 Uhr geht die Sonne unter. Und ich bin absichtlich so spät aufgegangen, weil ich will heute noch ein bisschen was mit der Taschenlampe zeigen. Da ein bisschen schauen, wie es finster ist. Jo, aber bis dahin werden wir es jetzt noch ein bisschen gemütlich machen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich habe da ein paar so bunte Nudeln dabei. Ein bisschen einen kleinen Speck und mein restliches Sugerl vom letzten Mal. Und das werden wir sich da jetzt einmal kurz machen. Und ja, schauen wir mal, lassen wir uns das gut gehen. Wo ist mein Wasser? Wieso schreit das nicht? Da ist es. Jo, jetzt schauen, ich habe mein Kerzel brennt auch schon, dass ein bisschen eine gemütlichere Stimmung ist. Ja, wenn man es der Wind nicht ausbläst, lassen wir es brennen. So. Dann, wie gesagt, ich habe da ein paar so Speckwürfeln, die werden wir sich noch rausbraten. Dazu habe ich meine Tatankerbowl heute dabei. Die werden wir dazu mischen. Ja, es sollte da um 9:30 Uhr sollte jetzt anfangen, ein ordentliches Gewitter. Dann habe ich mir sicherheitshalber mein Tab aufgestellt. So, und jetzt werden etliche fragen, wo ist der Rest vom Tab? Ja, Freunde, ich habe es wirklich gemacht, ich habe es angeschnitten. Genau. Das war das 3x3 im Banggut Wildwood. Und so groß brauche ich es nicht. Das ist mir eindeutig zu groß. So wie es jetzt ist, ich habe es jetzt ca. 270 x 1,60. Die Schlaufen habe ich alle neu angenäht. Ist relativ gut gegangen. Und das ist mein Gerät, das taugt mir einfach so. Der Rest liegt noch daheim. Ich habe mir auch gleich einen Sackerl draus bastelt für das Kleine. Also eigentlich alles pipi feinst. Ja, jetzt warten wir mal, bis es soweit ist. Ich hoffe, es seht mir noch, wenn nicht, ich habe Taschenlampen heute nur mit dabei. Ein paar Minuten köcheln lassen. Ja, ich hoffe, es könnt ihr mich sehen. Ich habe schon ein bisschen Taschenlampen auf mich hergekriegt. Ich habe nämlich heute nur die Actioncam dabei, weil es im Kasten das wird geschiedert werden und ringert. Aber ich denke, es müsste zu auch gehen. Ja, das passt. Es ist okay. Ja, legt man es dabei zu. So, da habe ich meinen anderen Aufsatz noch. So, zünden wir wieder die Nummer. Und jetzt kommt der dran. Ah, mein Kerzen wird es auch nicht mehr lang schaffen, es kommt durch ein bisschen Wind. Ja, also ohne meine Schweizer Laternen wird es anscheinend nicht gehen. Ja, perfekt. Jetzt kommt das Sugerl noch dazu. Jetzt machen wir sie diesmal warm auf. So, säuern wir den Ruhr noch schnell. Dann natürlich auch noch ein bisschen würzen. Spezialmischung, ist klar. So, da. Mal dran. Ich glaube, ich muss euch das sagen. Herrlich.
bisschen mehr Licht vielleicht. Aus besser Sicht. Schaut doch Leute aus, oder? So, Freunde. Und jetzt sage ich mal Mahlzeit. Jo, herrlich. Es triebt sich immer mehr ein. Schauen wir mal, ob ich trockener Fußes heimkomme. Regenjacken habe ich mit sich jetzt, aber ja, wenn ich nass bin, bin ich nass. Ich hoffe, ich habe genug Licht für die Kamera dabei. Weil die Actioncams sind ja da nicht so lichtintensiv. Ich hoffe, ich habe genug Auftrag. Prost. Geht auch dazu. Ja, Freunde, das Herz ist sicher. Ne? Es hat so schon früh angefangen. Es regnet schon, aber das ist mir zu wurscht. Jetzt gibt es einmal ein lecker Käfchen noch, da fährt die Eisenbahn drüber. Ja, es hat zuerst schon enorm gedonnert. Also ich schätze, da ist was im Anrollen. Das Gewitter dürfte ein bisschen früher kommen als wie geplant. Es hat ein bisschen angekühlt. Ja, man hört es auch im Hintergrund grollen. Na, schauen wir noch, was das wird, wenn nicht kommt der Lampentest anders mal. Es soll wirklich ein ordentliches Gewitter kommen, da muss ich nicht unbedingt am Berg sein, obwohl. Na, warten wir mal. Ja, halb an eine, ein bisschen was sieht man noch. Und da sieht man schön wie der Regen. Jawohl, fertig. Ja, Freunde, ich genieße jetzt noch meinen Kaffee und dann werde ich das Ganze abbrechen, weil es wird ungemütlich. Da blitzt es und donnert. Ich werde mich da lieber verschüssen. Das ist die Sache nicht wert. Leider das Gewitter ein bisschen früher gekommen, wie es auch gesagt wurde. Naja, kann man nicht machen. Ja, ist halt ein paar Tage Wetter, ne? Unangenehm. Ja, es ist auch gleich kühler geworden. Was so ist, ist halt so. Ja, Freunde, ich werde auf alle Fälle zusammenpacken jetzt. Und werde auch das Funkmikrofon übergeben. Ich lasse nur mehr das normale einbaute Mikro. Weil bei dem Regen will ich nicht, dass wir die Hilfe haben. Ja, ich war jetzt noch so weit fertig und dann melde ich mich wieder. Ja, Freunde, ich habe alles abgebaut. Alles zusammengehauen. Und ich glaube, jetzt geht's. Durch den Regen. Haben wir daheim. Juhu. Ja. Man blickt schon wohl eh aus wie ein begossener Pudel. Aber macht nichts, das gehört auch dazu. Ja, Rennschirm habe ich auch sicher jetzt aber mitgenommen. Hosen ist auch schon waschen lassen. Egal. Weiter geht's. Freude, ja. Ich sehe schon was. Ah, ist noch los. Aber jetzt habe ich es nicht mehr gebraucht. Rinnt die Suppen schon. Aber den Regen haben wir eh gebraucht. Ja, der sitzt 3 Meter von mir. Jetzt gibt er Gas. Herrlich. Richtiger Sturzbock da oben. Der bin ich. Geil.
Wahnsinn. Jetzt stehen schon die Pfützen. Ja, Freunde, mir rinnt das Wasser dabei schon in den Rücken runter. Ich verabschiede mich gleich von euch von da. Ich sage immer danke fürs Dabeisein, fürs Mitschwimmen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sehr was die Malen und führt euch die Burg.